Muss ich da rüber oder nicht? Soll ich's? Na ja, gut. Oh. Okay, ich dachte, es wird mich voll verletzen, aber anscheinend nicht. Ich bin wieder hier oben. Und alle Lichter sind aus. Ist das wirklich noch der gleiche Platz? Ja, irgendwie schon. Ja. Aha, das Labor ist jetzt offen. Werte da drin. Kann ich den Trank brauen? Okay. Das gereinigt werden. Aha.
Hä? So, da hinten. Na komm schon. Was? Okay, das war super merkwürdig. Den Shit bringe ich jetzt zur Krippe. Okay, ich habe Glück. Das wäre nämlich ein super schlechtes Versteck gewesen. You did it. Thank goodness. Now, pay attention. First, feed me the tonic, and then use the saw to remove my head. As the tonic begins to work, you'll be able to cut off my head without taking my life. Then, take my head and bring it with you. As you enter the gate, Alexander is opening in the inner sanctum. What do you mean? Why wouldn't you enter the gate? We can't argue now. You need to act. Wo ist denn die Säge? Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Why me? I'm the next best thing. Alexander really fine. None other than Johann Reyer. You never heard of Johann Reyer? My God, boy. He's probably the greatest man in history. And you don't know him? Or is it the world who has spoken? God for you. Ja, sorry, aber ich habe keine Säge. Reyer was my pupil. My pupil. Yes, I do take pride in that. Is it so wrong? Okay, genug gelabert. Stirb!